Tag und willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute nochmal Ghost Recon Breakpoint an. Dürfen Sie jetzt einige fragen, warum? Das Spiel ist doch schon letztes Jahr rausgekommen. Aber das gibt einen ganz einfachen Grund und ihr seht es vielleicht schon im MSI Afterburner On-Screen-Display. Das Spiel unterstützt jetzt Vulkan und ist somit mit einer deutlich besser optimierten API, das heißt mit einer Low-Level-API ausgestattet, was die Performance deutlich anheben sollte. Und das schauen wir uns heute mal an. Ladet euch jetzt World of Warships im Link in der Beschreibung herunter und spielt es kostenlos. Du bist ein neuer Spieler? Registriere dich, um ein exklusives Starterpaket im Wert von 25€ mit 2 Schiffen, 7 Tage Premium, 200 Dublonen und 2,5 Millionen Credits zu erhalten. Nur kurz zur Info, wir haben in dem System eine RX 580 verbaut, denn mit AMD-Grafikkarten haben wir einen deutlich höheren Unterschied gesehen, also dass die Verbesserung von DirectX 11, weil DirectX 12 gab es ja bisher noch nicht, zu Vulkan deutlich höher ist als bei Nvidia-Karten. Wir haben bei AMD-Karten zwischen 20% und 30% gesehen und bei Nvidia ungefähr 10%. Nur mal auf die Einstellungen kurz einzugehen. Wir haben hier das Ultra Preset gewählt, wie in unseren Benchmarks ebenfalls, und Full HD Auflösung bei 100% Auflösungsskalierung, das heißt nativ. Wir sehen schon, die VRAM-Auslastung laut dem Spiel liegt hier bei angegebenen 6,5 GB. Wir gehen aber gleich in und dann sehen wir aber schon, dass das Ganze nochmal ein deutliches Stück hochgehen wird, weil es einfach, weil die Angabe, die ja da im Menü gemacht wird, die ist nicht ganz, die entspricht nicht ganz der Realität, um es mal so zu sagen. Ja, während wir in der Ladezeit sind, kann ich euch ja noch mal ein bisschen was erklären. Wenn wir jetzt mal unsere Benchmarks genau anschauen, dann sehen wir, dass die originalen Benchmarks, also vor dem Update, mit ungefähr 30 FPS auf einer RX 590 liefen. Das heißt, auf einer RX 580 wären wir ungefähr, 25 FPS gelandet. Und wir sehen es schon hier, wir sind schon an einer relativ fordernden Szene. Die Vegetation ist hier sehr stark und genau deswegen ist es halt grafisch recht anspruchsvoll. Und hier ist im Normalfall auch unsere Benchmark-Szene in der Gegend. Und ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen rum und ihr seht schon, im Vergleich zu einem normalen RX 580 beziehungsweise 590 haben wir schon deutlich mehr Performance im Vergleich zu DX11. Das liegt einfach, wie gesagt, daran, dass die API, also die Vulkan-API, deutlich besser optimiert ist. Das haben wir ja schon in vielen Spielen davor gesehen. Das heißt zum Beispiel in Doom oder jetzt auch eben Doom Eternal, das ja erst rauskam, da läuft Vulkan auch wirklich hervorragend. Und wenn wir jetzt mal Vergleichsbeispiele nehmen, zum Beispiel bei Rainbow Six Siege, sehen wir auch da, dass das Spiel deutlich besser läuft. Man kann also sagen, Vulkan ist immer positiv für Spiele, wenn das Ganze dann richtig funktioniert. Im Normalfall wird die CPU-Performance nämlich auch deutlich erhöht und das können wir hier zwar nicht hundertprozentig genauso nachvollziehen, denn die CPU-Performance ist zwar besser, allerdings nur ungefähr 10-15%, was jetzt nicht wirklich so viel ist, wenn man das mit anderen Titeln vergleicht, wo das teilweise schon extrem viel bringt. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Rage 2 anschauen, wo das Ganze sogar auf einem Intel Atom problemlos lief. Ich blende euch nebenbei auch nochmal ein paar Benchmarks ein, dass ihr das Ganze mal sehen könnt, wie das Ganze denn performt im Vergleich zu DX11. Wir haben das Ganze natürlich auch nochmal auf einer Nvidia-Karte getestet, das heißt eine RTX 2060. Da lief das Ganze zwar auch, aber wie gesagt, nicht so viel besser wie jetzt mit dieser AMD-Karte zum Beispiel hier. Und die Optik ist natürlich bei Ghost Recon Breakpoint immer noch sehr, sehr gut. Also da hat sich natürlich nichts dran geändert. Ist jetzt auch nicht unbedingt besser geworden, vielleicht nur noch ein paar Patches, die in der Zwischenzeit kamen seit dem Erscheinen des Spiels. Aber ansonsten ändert sich da nicht wirklich viel. Es kommt natürlich auch mal drauf an, wo ihr seid, wenn es um die Framerates geht. Wir sehen hier, wenn wir jetzt mal ein bisschen weg von der Vegetation sind, dann haben wir auch mal gut über 40 FPS. Und das könnte dann natürlich auch in anderen Szenarien der Fall sein. Wie gesagt, wenn da ein bisschen mehr los ist, dann droppt es vielleicht mal ein bisschen runter. Man kann die Grafikeinstellungen getrost auch noch ein Stückchen runterstellen. Man muss aber auch dazu sagen, Ultra ist jetzt nicht das maximale Preset, das heißt, da geht noch mal ein bisschen mehr. Optisch ändert sich da nicht so viel dran. Ich persönlich bin eher ein Freund davon, vor allem bei Ghost Recon die Auflösung ein bisschen hochzudrehen. Denn, ihr habt es vorhin wahrscheinlich schon gesehen, man hat ein paar wirklich unschöne Artefakte, wenn man in Full HD spielt. Vor allem bei Gras und dichten Gewächs. Man kann es auch schon schön im Hintergrund sehen, wenn wir hier mal uns die Bäume angucken.
dann sieht man auch ganz klar, was ich meine. Also hier, wenn man zum Beispiel auf eine höhere Auflösung geht mit WQHD, dafür die Grafik auf hoch setzt, dann hat man zwar eine ähnliche Performance, sieht aber alles deutlich besser aus. Ja, an sich war es das auch schon zu dem Video. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen mit Vulkan gemacht habt. Bei DirectX 12 gibt es ja eher so gemischte, sind die Gefühle ein bisschen gemischt, denn das funktioniert nicht immer so gut, wie es denn letztendlich angepriesen wird. Das ist zwar eine Low-Level-API, aber die Optimierungen funktionieren nicht immer so gut, wie bei Vulkan der Fall ist. Und deswegen ist Vulkan eigentlich schon so das Beste, was man aktuell verwenden kann, wenn es ums Gaming geht. Wir sehen es hier oder auch in anderen Spielen. Es funktioniert einfach wunderbar. Ja, ich hoffe, ihr konntet mit dem Video ein bisschen was anfangen und wisst jetzt so ein bisschen, warum oder was Vulkan zumindest in Ghost Recon Breakpoint bringt. Ich sage es ja immer wieder, Vulkan ist eigentlich so das Beste, was man einem Spiel antun kann in Sachen Performance. Das ist nochmal ein bisschen besser als DirectX 12, wie gesagt. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.